Jugendhaus. Thank you.
zwar nur die Flaggenparade, das heißt, wir werden die Flaggen der teilnehmenden Staaten heute hier im NATO-Musikfest antreten lassen. Und angetreten an den Flaggen sind die Chefs der teilnehmenden Musikkorps. Aus der Tschechischen Republik das Zentralorchester der Armee der Tschechischen Republik Prag unter der Leitung von Lieutenant Colonel Jaroslav Schick. Für die Bundesrepublik Deutschland ist in diesem NATO-Musikfest das Marinekorps aus Kiel eingetreten, das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr aus Garmisch-Partenkirchen und der Spielmannszug des Staatsmusikkorps der Bundeswehr aus Berlin. Der Leiter des Militärmusikdienstes der Bundeswehr und Gesamtleiter, musikalischer Leiter dieses NATO-Musikfestes, Oberst Michael Schramm. Vielen Dank für diesen
unterbrochen. Einen Willkommensapplaus für unsere Gäste heute Abend hier im Borussia Park. Wir werden nun die Flagge der NATO hissen. Verehrte Besucher, das Wort hat nun der erste Bürger dieser Stadt zur Eröffnung des 28. NATO-Musikfestes, Oberbürgermeister Norbert Hunde. Musikalische Leiter auf dieses 28. NATO-Musikfest zu setzen.
Und er hat es wieder geschafft, ein buntes Programm, ein internationales Programm zusammenzustellen, an dem wir uns erfreuen werden. Lieber Oberst, ganz herzlichen Dank dafür. In diesem Sinne, Ihnen allen nochmal ein herzliches Willkommen hier im Borussia-Park, in dem wir auf diesem Rasen auch viele tolle Spiele erlebt haben. Ein sechster Platz der Borussia, das heißt, wir spielen im nächsten Jahr international. Und genau diese Internationalität erleben wir heute Abend. Abschließend ein Dankeschön an die Marketinggesellschaft unserer Stadt für die Organisation. In diesem Sinne einen schönen, einen internationalen, einen wunderschönen Abend des 28. NATO-Musikfestivals hier in Mönchengladbach im Borussia-Park. Herzlichen Dank.